Yo, Freunde, Servus, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Yamaha Benji Projekt Teil 2. Im ersten Video habe ich euch ein kleines Intro zu diesem Projekt gegeben, warum, wie, was und so. Und im heutigen Video geht's wie versprochen an den Motor. So, dann fangen wir mal an. Was ich noch dazu sagen muss, natürlich schraube nicht ich, weil ich es einfach nicht kann. Deswegen befinde ich mich hier auch gerade im schönen Dresden. Jetzt gehen wir einfach mal an den Motor zu meiner helfenden, wissenden, erfahrenen Hand und wünsche euch viel Spaß. Der Rumpf ist zusammengesetzt, die Kurbelwelle ist drin, Getriebe und ja, Gänge wurden eingestellt. Sieht gut aus. So, nochmal alle anziehen. Und da ist er drin, die Carbonkupplung mit Lock-up. So, fragen wir mal den Fachmann, was bewirkt eine Lock-up-Kupplung? Die Lock-up-Kupplung tut einfach nur deine Kupplung verstärken, indem sie mit Fliehkraft arbeitet und deine Kupplung sozusagen mehr zusammenspannt. Das erste Problem, die Doms haben an der Seite eine Gravur und das ist jetzt schon zu viel, dass es nicht mehr alles ineinander gleitet. Jetzt wird es abgefeilt und dann wird es passen wahrscheinlich. So, sie sind drin. Jetzt nochmal ein zweiter Versuch. Hier noch eine kleine Dichtung rein, hier auch noch. Und dann drücken wir alle die Daumen, dass es beim Umstülpen hält. Ja, ein bisschen hakelig. Aber ja, da ist es drin. Clean. Jo, servus. Ich denke, dieses Bild ist mal ein Einsprecher wert. Also das sieht ja schon geisteskrank aus. Also jetzt mit diesen langen Luftfiltern, das ist, ja, jetzt wollte ich mal ein paar Worte dazu sagen. Ich habe ja vorhin gar nicht erwähnt, wie viel Kubik wir jetzt auf diesem Motor machen. Natürlich der originale Block, ganz normal, habt ihr am Anfang gesehen. Und auf diesem Block sind
sage und schreibe 420, um genau zu sein 421 Kubikzentimeter Hubraum gewandert. Hier dann der Übergang mit den Membranen zu einem 36er Elektron-Vergaser. Die Besonderheit an diesem Vergaser ist, dass es ein Vergaser ohne Düsen ist. Das wird über eine Nadel eingestellt. Ja, und dann hinten, wie schon erwähnt, der K&N-Luftfilter. Kupplung sieht richtig geil aus, hinter dem Kupplungsdeckel mit Schauglas. Also, ich bin echt gespannt, wie sich das fährt. Und vor allem mit den Elektron-Vergasern wird es richtig am Gas hängen. Richtig spitz wird sich das anfühlen. Da bin ich echt mal gespannt. Ja, mach mal weiter. So, we are in, wie man so schön sagt, in der Community. Der Motor ist drin und das Quad ist noch lange nicht fertig. Und deswegen beende ich das Video hier. Wie gesagt, in diesem Video der Motor und in den nächsten Videos wird es dann weitergehen mit jetzt den Anbauteilen, was alles noch zum Motor gehört. Und ihr seht ja, es ist noch einiges zu tun. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Anklicken und schaltet beim nächsten Video ein. Ist eine coole Reihe mit diesem geilen Teil.